Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich die heutige Pressekonferenz gemeinsam mit Generalsekretär Schnedlitz durchführen darf. Und wir haben Sie heute hierher eingeladen, weil wir Ihnen, ich sage jetzt einmal, in den folgenden Minuten, vielleicht wird es auch ein bisschen länger dauern, das hängt natürlich auch von Ihren Fragestellungen ab, aber weil wir Ihnen in den folgenden Minuten ein paar Eckpunkte zu unserer großen freiheitlichen Herbstoffensive vorstellen wollen. Das ist eine große freiheitliche Herbstoffensive, die am kommenden Sonntag offiziell beginnen wird, am Hartberger Oktoberfest mit einem Auftritt von mir. Und wir werden dann gleich auch auf diese Dinge eingehen. Aber gestatten Sie mir aus aktuellem Anlass einen kurzen Einschub. Sie haben ja alle auch mitbekommen, da diesen Leak im Zusammenhang mit einem Papier von Sora, 40 Seiten stark, ich habe das da vor mir. Strategische Überlegungen steht da vorne drauf. Also wenn man das in eine Alltagssprache übersetzt, dann bedeutet strategische Überlegungen nichts anderes als einen Aufmarschplan offensichtlich für eine links-linke Bundesregierung, für die österreichische Ausgabe der Ampel. Und damit man so etwas zustande bringt, da braucht es sozusagen eine Gebrauchsanweisung. Und das hat Sora offensichtlich der Sozialdemokratie angeboten. Und Teil einer solchen Gebrauchsanweisung ist dann natürlich auch die Vernaderung des politischen Mitbewerbers. Nicht? Das werden Sie da auch da drinnen finden. Da steht dann drinnen, dass man den Gegner punzieren muss. Unter anderem die Freiheitliche Partei. FPÖ ist gleich Hass, können Sie da drinnen lesen. Ich sage Ihnen eines, das sind Silberstein-Methoden, die im Gewand der Sozialwissenschaft daherkommen, das, was da aufgeflogen ist. Und Sie wissen ja so gut wie ich, dass Sora ja auch der offizielle Wahlhochrechner des österreichischen Rundfunks ist. Und diese Sora, dieses Meinungsforschungsinstitut, hat jetzt der SPÖ in diesem Papier nicht nur die Beratung, nicht nur diesen Aufmarschplan hier quasi für einen Kanzler Babler angeboten, sondern natürlich auch eine Kooperation an Wahltagen, was auch immer das bedeuten soll. Da steht dann drinnen Hochrechnung, Wahltagsbefragung und Nachwahlanalyse. Na, so viel zum Thema Objektivität, was den österreichischen Rundfunk betrifft. Und jetzt lade ich Sie nur ein, eine Sekunde darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn das Papier nicht auffliegt. Wenn da nicht irgendjemand auf den falschen Knopf drückt und das dann damit irgendwo eine Verteilung findet, dort wo es eigentlich gar nicht hinkommen sollte. Dann hätten wir möglicherweise wirklich die Situation gehabt, dass die SPÖ mit dieser Sora oder mit Sora zusammenarbeitet und dasselbe Sora dann für den unabhängigen und für den objektiven österreichischen Rundfunk die Hochrechnungen und die Wahltagsanalysen macht. Also meine Damen und Herren, aus meiner Sicht kann das Auffliegen dieses Papiers nur bedeuten, dass jedwede Kooperation des österreichischen Rundfunks mit Sora sofort zu beenden ist. Und ich möchte noch etwas dazu sagen, weil hinter diesem Skandal steckt in Wahrheit ein Problem, das nicht nur Sora betrifft, sondern das betrifft auch andere. Und das Problem besteht darin, dass dieselben Firmen, die Meinungsforschung betreiben und damit den Anspruch erheben, wissenschaftlich tätig zu sein, sozialwissenschaftlich tätig zu sein, dass dieselben Firmen oder dieselben Handelnden unter anderem Namen Strategieberatung machen. Das heißt, die Zahlen, die da erhoben werden, stehen bei den allermeisten in einem unmittelbaren Konnex mit strategischen Beratungsleistungen für irgendwelche politischen Parteien und sind natürlich vor diesem Hintergrund auch zu interpretieren. Und das betrifft jetzt offenbar nicht nur Sora, sondern das betrifft auch Kalliner. Kalliner ist auch so ein Fall. Ja, da gibt es ja, glaube ich, drei Firmen, Unique Relations und Unique PR und Unique Research und so weiter. Das ist genau das Gleiche. Sie haben dort sogenannte Meinungsforschung, also empirische Sozialwissenschaft und gleichzeitig Strategieberatung für bestimmte Parteien. Aus meiner Sicht müsste das ganz, ganz streng getrennt werden. So, das war jetzt der Einschub aus aktuellem Anlass und jetzt kommen wir zurück zu unserer Großoffensive, die damit ja eh schon begonnen hat, ja, in gewisser Art und Weise. Meine Damen und Herren, es wird Land auf, Land ab in den kommenden Wochen freiheitliche Veranstaltungen geben. Es wird einen ganz, ganz intensiven Schulterschluss mit der österreichischen Bevölkerung in allen Bundesländern geben, mit einer Veranstaltungsserie von mir als Bundesparteiobmann, der quasi die Spitze dieser Großoffensive bildet. Und wir werden
dabei auf echte Begegnungen setzen. Auf echte Begegnungen und auf ein ehrliches Miteinander mit der österreichischen Bevölkerung, ganz ohne jede Scheu und ganz ohne jede Berührungsangst, wenn Sie so wollen. Dann wollen wir ein Herz und eine Seele mit der österreichischen Bevölkerung sein. Und das ist etwas ganz etwas anderes als dieses schwarze und rote Schmoren im eigenen Saft, das wir da im Sommer erlebt haben, wo ja beide Parteien davon gesprochen haben, dass sie eine Sommertour durchführen werden. Na, wenn Sie das genau versuchen zu rekonstruieren, dann werden Sie dort ein paar Dinge finden, die überhaupt nichts mit Bürgernähe zu tun haben. Dann werden Sie dort Treffen finden mit einem ausgewählten, um nicht zu sagen mit einem gecasteten Publikum. Das ist ja so. Dann werden Sie dort Firmenbesuche bei Firmen finden, die ganz klar im parteipolitischen Umfeld zu verorten sind und wo man dann die Lehrlinge und die Angestellten zwangsbeglückt mit diesen Politikerbesuchen. Und dann werden Sie dort Fotoserien finden, wo die Spitzenrepräsentanten von SPÖ und ÖVP immer umgeben von eigenen Funktionären. Darauf abgebildet sind, und das ist dann die sogenannte Sommertour. Wir machen das anders, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir gehen dorthin, wo sich die anderen schon lange nicht mehr hintrauen. Vielleicht haben Sie auch, so wie ich, in den letzten Wochen folgenden Satz gehört. Also der Sommer heuer, dieser Sommer, das war der heißeste, den es jemals gegeben hat. Ich bitte Sie, dass Sie mir jetzt da nichts Falsches unterstellen, aber ich glaube, das sind doch Zweifel angebracht. Im Allgemeinen vor dem Hintergrund der zeitlichen Dimension der Erdgeschichte und im Besonderen vor dem Hintergrund der zeitlichen Dimension der Menschheitsgeschichte. Ich würde sagen, also ich wäre mir da nicht ganz so sicher bei diesem Satz, ja, aber bei einem anderen Satz bin ich mir sicher, nämlich das wird der heißeste politische Herbst, den es jemals gegeben hat. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, einfach deshalb, weil das der letzte Herbst ist vor einer Serie von Wahlkämpfen mit dem Höhepunkt der bundespolitischen Auseinandersetzung mit einem Nationalratswahlkampf. Und allen diesen Wahlkämpfen ist eines gemeinsam, alle anderen haben sich eingehängt gegen die sogenannte Kickl-FPÖ. Das ist sozusagen der Grundtenor, das ist die Voraussetzung, wie wir in diese Wahlen hineingehen. So ganz nach dem Motto, Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das ist ja der Kern, um den es da geht. Alle anderen wollen verhindern, dass wir Seite an Seite mit der eigenen Bevölkerung Politik für die Menschen in diesem Land machen und damit nicht das weiter fortführen, was gerade passiert, was aktuell passiert von Seiten der Regierung und ihrer Handlanger, dass man nämlich kerzengerade gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung regiert und handelt. Und das wird die spannende Auseinandersetzung bei all diesen Wahlen sein. Und ich sage Ihnen eines klipp und klar, wir sind bereit, wir sind motiviert, ich ganz besonders, ja, falls irgendjemand auf Ermattungserscheinungen nach den Sommerattacken gesetzt hat, ganz im Gegenteil, also das hat mich ja zusätzlich motiviert, dieses Herumgemurkse von der ÖVP. Und es wird niemandem gelingen, uns am falschen Fuß zu erwischen und mit irgendetwas zu überraschen. Egal wann, egal wo und egal wer. Ja, aber das ist ja bei manchen Parteien auch noch nicht ganz so sicher, wer dann wirklich antreten wird. Das ist uns vollkommen egal. Wir haben unseren Auftrag verinnerlicht und der heißt, dass wir der eigenen Bevölkerung Sicherheit, Zuversicht, Normalität, berechtigte Hoffnung, Bodenständigkeit und Ehrlichkeit bringen wollen. Das ist unser Konzept, das wird die Freiheitliche Partei umsetzen. Das ist unser Angebot, mit dem wir auch in diese Herbstoffensive hineingehen. Meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht auch schon gehört, dass die ÖVP schon wieder etwas ausheckt. Also wir hören ja immer bei allen offiziellen Stellungnahmen, vor allem dann, wenn man gemeinsam mit dem Koalitionspartner auftritt, dass dieses Gewurschtle bis zum bitteren Ende durchgezogen werden soll. Nicht? Jetzt will man sich nochmal zusammenraufen, hören wir da bei einem Budget und dann soll das gehen bis in den Herbst des nächsten Jahres. Aber es gibt natürlich auch einen anderen Plan in der ÖVP und der Plan lautet, dass man, wenn die Voraussetzungen passen, dann schon überraschenderweise im März, Ende März, vorgezogene Nationalratswahlen durchführen will. Und die Voraussetzung dafür, das ist, dass man den Abstand zur Freiheitlichen Partei in den Umfragen quasi nachhaltig verringern kann. Ja? Und dann wollen die Strategen der machtgeilen ÖVP zuschlagen.
Nicht? Und dann soll am Ende dieser Wahlbewegung eine Art Austroampel stehen, eine ganz seltsame Konstruktion, eine Ampel unter der Beteiligung der ÖVP und der ÖVP-Kanzlerschaft, also die ÖVP, gemeinsam mit der SPÖ und gemeinsam mit einer weiteren linken Partei, weil zu zweit, da geht auch die ÖVP davon aus, wird sich das nicht ausgehen. Und das müssen Sie jetzt einmal vorstellen, was das bedeutet. Da haben wir jetzt eine Situation nach dem Wahlergebnis von 2019, wo eine nach diesem Wahlergebnis starke ÖVP, die haben wir immerhin 37,5% gehabt, schon jetzt mit 14% Linken nicht fertig wird. Wo diese 14% Linken mit ihren Wahnsinnigkeiten, diese bürgerliche Partei, diese angebliche Wirtschaftspartei am Nasenring durch die Innenpolitik ziehen. Und dann setzt diese ÖVP jetzt auf ein Modell, wo dann die Linken in Wahrheit in einer solchen Koalition noch die Mehrheit haben werden. Ja, gute Nacht Österreich, kann man da in dem Zusammenhang nur sagen. Aber das zeigt uns ja nur, dass diese ÖVP bereit ist, für den Machterhalt und für den Kanzlerposten alles über Bord zu werfen. Da gibt es keine Werte, da gibt es keine Ideale, da gibt es keine Prinzipien, da gibt es nur Machtgeilheit. Das ist das, was die ÖVP antreibt. Und ich denke, das ist das Allerletzte, was die österreichische Bevölkerung haben will. Und da braucht es ein ordentliches freiheitliches Gegenangebot. Und genau das werden wir den Menschen unterbreiten. Jedenfalls setzt die ÖVP alles in Bewegung, um diesen Plan umzusetzen. Also, Sie haben ja sicherlich noch in Erinnerung diese Wald- und Wiesenrede zum Thema 2030, wo sich alle gefragt haben, ist das ein Zeitreisender oder was will der Herr Nehammer im Jahr 2030? Dann hat es diese Sommerkampagne gegeben, wo man geglaubt hat, man muss sich über die FPÖ lustig machen. Dann erleben wir die Phase, wo man Politik nach dem Motto Copy and Paste macht. Das ist also, das haben wir auch schon in den letzten Wochen erlebt. Und jetzt gibt es dann eine neue Kampagne. Derselbe Kanzler und dieselbe österreichische Volkspartei, die dieses Land in allen wesentlichen Bereichen in einen desaströsen Zustand geführt haben, und das kann man nicht anders bezeichnen, die predigen jetzt Optimismus, Zuversicht und Mut. Meine Damen und Herren, wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, was das ist? Das ist ein klassisches Beispiel dafür. Das ist ein klassischer Fall davon, wenn eine Botschaft, also ein Inhalt, nicht zum Absender, also nicht zum Kommunikator passt. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Wenn beides, der Botschafter und die Botschaft, einander widersprechen. Also Nehammer und Optimismus, das ist ungefähr so wie Putin und Frieden. Das ist ungefähr so wie Biden und jugendliche Frische. Das ist ungefähr so wie Deichtmeister und Kinderschutz, damit wir auch ein aktuelles Beispiel haben. Das passt hinten und vorne nicht zusammen und deswegen wird das auch nicht aufgehen. Das ist der nächste Schuss ins Knie, den die österreichische Volkspartei produziert. Und da wird es auch nicht helfen, dass man jetzt den Herrn Figl vereinnahmt, ja, dass man quasi hier in einer unangebrachten und peinlichen Art, muss man fast sagen, das Andenken eines großen österreichischen Staatsmannes beleidigt. Und ich sage Ihnen auch, warum. Wissen Sie, Figl, das war jemand, der hat Seite an Seite mit der Bevölkerung Österreich aus einer Periode der Not und der Unsicherheit in eine Phase der Sicherheit, der Stabilität und des Wohlstands geführt. Das war Figl. Und Nehammer, das ist einer, der gegen die Bevölkerung Österreich aus einer Phase des Wohlstands, der Sicherheit und der Stabilität in eine Periode der Verarmung, des Niedergangs und der Unsicherheit führt. Das ist das genaue Gegenteil von Figl. Es passt schon wieder nicht zusammen. Unterschiedlicher könnten Entwicklungslinien gar nicht verlaufen. Ja, und neu, das möchte ich auch noch dazu sagen, ist dieses ganze Optimismusgehabe natürlich auch nicht. Also das haben wir ja schon alles gesehen, wenn Sie sich vielleicht noch daran erinnern können, da kommt auch schon der Optimismus vor. Ich muss allerdings zugestehen, dass das Lächeln da vom Herrn Spindlecker authentischer ist als das Zähnefletschen vom Herrn Nehammer am aktuellen Plakat. Ja? Aber wir wissen auch, was dort herausgekommen ist, eine kapitale Bruchlandung desjenigen, der am Plakat abgebildet war. Und genauso wird es auch beim Herrn Nehammer sein.
Meine Damen und Herren, die Verzweiflung der ÖVP muss eine große sein. Ja, man tut das, was man immer macht in einer solchen Situation. Man greift zur Lüge, man greift zur Täuschung, man greift zur Manipulation. Nicht einmal das Bier ist echt, ja, dass er im Festzelt Ex getrunken hat. Nicht einmal das ist echt. Genauso wie die Kinoreservierungen für den Kurzfilm nicht echt sind. Alles Lug und Druck bei der Österreichischen Volkspartei. Und wir wissen ja aus der Erfahrung der letzten Jahre, immer wenn die Österreichische Volkspartei etwas sagt, dann muss man das Gegenteil davon nehmen, dann stimmt's. Und so ist es auch diesmal, nicht? Also wenn der Befehl quasi vom Plakat lautet, glaub an Österreich, das ist das, was jetzt der Nehammer seinen Untertanen befiehlt, dann heißt das in Wahrheit, dass die Menschen an die Unersetzbarkeit der unfähigen und korruptiven ÖVP im Kanzleramt glauben sollen. Das bedeutet es in die normale Sprache übersetzt. Das ist das, was dahinter steht. Glaub an Österreich heißt, glaub an die Alternativlosigkeit der Österreichischen Volkspartei. Und das glaubt in diesem Land kein Mensch. Gott sei Dank ist das so. Es appellieren dieselben an den Glauben an Österreich, die mit ihrer Politik in diesem Land jeden Tag dafür sorgen, dass alles das, was den Menschen wichtig ist, was ihnen teuer ist, was ihnen wertvoll ist, im wahrsten Sinne des Wortes dran glauben muss. Das muss man auch erst einmal zusammenbringen in einer solchen Kampagne. Aber das ist auch eine Zusammenfassung dessen, was die ÖVP treibt. Noch nie hat es eine Regierung gegeben, die eine derartige Zerstörungsbilanz aufzuweisen hat, wie diese aktuelle Bundesregierung. Und ich muss mir wirklich fragen, gehen Nehammer und Co. wirklich davon aus, dass die Bevölkerung dieses Corona-Zwangsregime samt dem dazugehörigen Milliardengrab, dass die das alles schon vergessen haben? Gehen die wirklich davon aus? Gehen die davon aus, dass die Menschen den Verrat an der Neutralität nicht registrieren? Da werden wir ja jetzt Festspiele der Heuchelei rund um den 26. Oktober erleben. Da wird gelogen werden, dass sich die Balken biegen im Zusammenhang mit der Neutralität. Glauben die Herrschaften in der Volkspartei wirklich, dass die Menschen die wirtschaftlichen Schäden aufgrund des Ökokommunismus nicht in der eigenen Tasche spüren bei den Energierechnungen? Glauben die das wirklich? Glauben die wirklich, dass die Menschen nicht beim Einkaufen oder beim Tanken jeden Tag merken, dass ihr Geld weniger wert ist aufgrund dieser Wahnsinnspolitik von neuen Steuerbelastungen und der Wirtschaftssanktionen gegen Russland? Glauben die das wirklich? Glauben die wirklich, dass die Leute nicht registrieren, dass das Gesundheitssystem am Zusammenbrechen ist, dass man zwar zahlt, ja, jedes Monat mit den Sozialversicherungsabgaben, aber dass man dafür keine Leistung mehr bekommt und dass man dann noch extra in die Tasche greifen will, wenn man zeitnah einen Termin haben will und dann kriegt man einen Bruchteil zurückerstattet. Glauben die wirklich, dass die Menschen das nicht bemerken oder dass die Menschen nicht wissen, dass die Asylzahlen trotz des Geredes vom Herrn Nehammer und vom Herrn Karner von einer Asylbremse so hoch sind wie schon lange nicht mehr, weit über dem Schnitt, dass kein einziges Asylheim in diesem Land zugesperrt hat? Glauben die wirklich, die Leute wissen das nicht? Und glauben die wirklich, dass die Leute nicht registrieren, dass noch nie so viele Frauen in diesem Land umgebracht worden sind, dass es noch nie eine solche Serie an Obdachlosenmorden gegeben hat wie jetzt, dass es noch nie so viele Belästigungen und Vergewaltigungen gegeben hat und dass die Straßenschlachten zunehmen zwischen Ausländerbanden in Österreich? Glauben die wirklich, dass die Leute das alles nicht registrieren? Und da soll man optimistisch sein bei denjenigen, die das alles zu verantworten haben. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich richtig, es gibt Optimismus, es gibt Zuversicht und es gibt Hoffnung. Und ich teile diese Dinge und diese Einschätzung mit ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land. Aber dieser Optimismus, diese Hoffnung und diese Zuversicht, das besteht darin, dass bei den kommenden Wahlen die ÖVP, die Grünen und alle, die da Beitragstäterschaft geleistet haben, dass die aber eine saftige Abrechnung von den Wählern bekommen werden. Und das bedeutet auch Optimismus, Zuversicht und Hoffnung, dass dann der Weg frei ist. Dass dann der Weg frei ist für eine neue Form der Politik, für eine mutige Form der Politik, für eine wirkliche Weichenstellung. Das ist das, wovon ich spreche, wenn ich sage, eine Hinwendung zur eigenen Bevölkerung braucht es und eine Abwendung von einem System, wo man ja, wo die Gier nach falscher Anerkennung, wo die Gier nach Profit, wo die Gier nach Macht, wo die Gier nach Herrschaft die ausgeprägten Elemente sind. Das muss weg. Und die Hinwendung zur Bevölkerung, das muss her. Und dann ist der Weg frei für eine Renaissance des Hausverstands und der Normalität in diesem Land. Dann ist der Weg frei für ein selbstbewusstes Auftreten von Österreich nach außen hin, im internationalen Verbund, auch gegenüber der Europäischen Union, wo sie unsere Leute ja jetzt aufführen wie die allergrößten Bücklinge. Also Stärke nach außen und Demut gegenüber der eigenen Bevölkerung.
dann ist der Weg frei für eine neue und notwendige Bescheidenheit, für eine Politik des Maßhaltens und für eine Konzentration auf das Wesentliche, statt dass alles immer komplizierter und noch aufgeblasener und noch aufgeblähter wird. Und dann ist der Weg frei für Freiheit, für Chance, für Leistung und nicht für immer noch mehr Abhängigkeit, so wie wir es jetzt leider erleben müssen. Meine Damen und Herren, das geht alles nicht mit der Österreichischen Volkspartei. Das geht nicht mit den Marxisten, die da jetzt von der Machtergreifung träumen, von einem Ansatz zur Weltrevolution von Dreiskirchen ausgehend. Das geht mit denen nicht, sondern das geht nur mit einer starken freiheitlichen Partei und mit einem freiheitlichen Volkskanzler. Und dafür, meine Damen und Herren, werden wir Werbung machen in dieser Großoffensive jetzt in den kommenden Wochen. Dafür machen wir Werbung draußen im echten Leben. Dafür bitten wir um Unterstützung und um Vertrauen bei der Bevölkerung, egal ob es die Alten sind oder die Jungen, egal ob es die Frauen sind oder die Männer, egal ob sie in der Stadt leben oder am Land, egal ob es Arbeiter, Bauern, Angestellte, selbstständige Unternehmer sind. Ich sehe alle die als Teil einer großen Familie Österreich. Das ist mein Zugang zu diesen Dingen. Und diese Familie Österreich verdient Freiheit, verdient Eigentum, verdient Chancen, verdient die Möglichkeit, sich mit Leistung etwas zu erwirken, verdient Sicherheit und vieles, vieles mehr. Alle diese Dinge werden im Zentrum stehen. Und die Menschen sollen wissen, dass an der Spitze des Landes ein besonnener, freiheitlicher Bundeskanzler steht. Jemand, von dem man guten Gewissens sagen kann, dass er so etwas Ähnliches ist wie ein guter Familienvater für diese Familie Österreich.